Liebe Trader, ich begrüße euch herzlich. Heute ist Samstag, der 19. Es ist Zeit für unseren wöchentlichen MK-Blog, unsere Zusammenfassung der Woche. Lasst uns direkt starten. Die Woche ein bisschen trickier, würde ich sagen, als sonst, weil wir eine typische Squeeze-Woche hatten. Also, fangen wir an. Hier der Bitcoin erstmal am 16. Wir haben ein schönes MTS unter dem Preis. Da Money, Käufer im Markt. Also wissen wir, es geht runter und dann siehe da, am 18. nicht nur geht es runter zu dem MTS, dem mittelfristigen Stopp, sondern weiter runter gegen die Damani-Käufer. Mehr Damani-Käufer kamen in den Markt, die grünen Bars hier, und zack, ging es direkt nach unten gegen sie, bis unter die 26.000 Marke. So funktioniert jetzt auch Krypto, ja. Weiter geht's, die Metalle, hier das Gold. Wir wussten schon von der Woche vorher, es ging weit runter gegen diese Damani-Käufer, die grünen Bars. Wir haben einen Squeeze gegen die Damani-Käufer und die Smart-Money-Algorithmen drücken den Markt nach unten und fischen die Stops der Damani-Käufer heraus. Zack, einfach immer weiter runter gegen diese Käufer, wie ein Uhrwerk, ja. Und einfach erbarmungslos gegen die Damani-Käufer. Somit wussten wir vorher schon, es geht nach unten Richtung Süden gegen die Käufer. Niemals dürft ihr auf der Seite des dummen Geldes traden, wenn ihr sowas seht. Ja, versucht nicht irgendwie Reversal zu traden, wenn ihr seht, dass so viele Käufer bereits im Markt sind, die alle geschlachtet werden. Ja. Silber, ähnliche Geschichte, ging auch dort weit runter. Sieht man hier am 4-Stunden-Chart. Ja. Auch hier haben wir überall diese Damani-Käufer. Es ist grün, also geht es nach unten. Deren Stops werden rausgenommen. Und dann am Schluss ging es ein bisschen seitwärts, aber insgesamt auch eine Schlachtung der Damani-Käufer. Klare Sache. Okay, Forex nun, unser Fokus. Euro-Dollar hier am 14. Der größte Markt der Welt. Lasst uns anfangen. Auch hier natürlich wie den anderen Dollar-Pairs. Wir haben Damani-Käufer im Markt. Schaut, wie über dem Preis wir überall diese Longy-Positions haben. Und jene sind eine tatsächliche Resistance für den Preis. Denn die Algos wollen den Preis nicht zu weit hochgehen lassen, denn sonst würden diese Longys ja in den Profit geraten. Das lassen sie nicht zu. Okay. Sie preisen stattdessen natürlich diese Position ein und es geht nach Süden. Der Markt ist voll mit Damani-Käufern, den grünen Bars, also geht es runter. Okay. Und wir haben Dollarstärke. Und genau das war dann auch der Fall. Zum Tief. Wieder kommen Käufer in den Markt und zack geht es nach unten. Bis dann irgendwann ein paar Damani-Shorties in den Markt kommen und dann ein bisschen Pullback am Freitag. Und natürlich kann es sein, nächste Woche, gerade wenn wir mehr Verkäufer haben, also mehr rote Bars, dass es dann eine 4-Stunden-Umkehrung nach oben hin gibt. Das ist eine Thematik für nächste Woche, behaltet das im Hinterkopf. Aber schaut euch an, wie es diese Woche einfach nur in eine Richtung ging, gegen diesen Damani-Flow. So funktionieren diese Finanzmärkte, ja. Wenn das dumme Geld kauft, geht es runter. Und diese Woche gab es nicht viele kurzfristige Handelsmöglichkeiten, sondern es ging nur in eine Richtung. Wenn ihr das gefangen habt, schöne Sache. Okay, weiter geht's. Also, Kiwi-Dollar am 14. natürlich auch ein Dollar-Pair, dementsprechend das gleiche. Schaut euch, wie ähnlich die Marktstruktur aussieht wie im Euro-Dollar, ja? Trend nach unten hin, gegen die Damani-Käufer, ein Squeeze und das Tief wird immer wieder gesäubert, bis irgendwann dann auch mal ein Pullback hier kam. Aber insgesamt hier im Tageschart, schaut euch das an. Grün, also geht's runter. Ja, so funktioniert Forex, so funktionieren nun auch die anderen Märkte wie Krypto und Metalle etc. Immer mehr wie im Forex natürlich, das habe ich ja schon mehrfach erklärt. Okay, grün und es geht nach unten. Im australischen Dollar, ähnliche Geschichte, erst hatten wir diesen schönen Scalp oben hin zu dem Options-Strike-Target. Das war eine tolle Sache. Dann, okay, das wollte ich erklären, das war ein bisschen tricky hier am 15. Da kamen Shorties in den Markt, okay. Und dann sah es aus, come on, wir haben die Verkäufer, dann wird es ja wohl ein 4-Stunden-Reversal nach oben geben. Also natürlich ein legitimer Kauftrade, aber dann plötzlich verlassen die Damani-Shorties den Markt, was selten passiert. Und somit habe ich auch meinen Long-Trade dort schnell geschlossen und leichten Verlust genommen, denn wir handeln nicht, wenn das dumme Geld plötzlich verschwindet. Was übrigens sehr selten passiert, deswegen sehr interessanter Fall, dass die Verkäufer reinkamen und dann schnell aus dem Markt wieder gingen. Ja? Normalerweise bleiben die Damani-Trader drin und halten einen massiven Drawdown dann irgendwann in der Hand. Okay? Und hier sieht man auch, wie letztendlich dann die Longies alle geschlachtet wurden, wie hier auch im australischen Dollar. Okay, und wir dann ein Pullback hatten, sobald ein paar Shorties reinkamen. Und natürlich nächste Woche das gleiche Prinzip, es kann ein Pullback nach oben geben, gerade wenn ein paar rote Balken reinkommen. Ja? Pfund-Dollar, sogenannte Cable, dort ein bisschen anders, da hatten wir Anfang der Woche am 15. ein paar Damani-Shorties, also ging es nach oben.
Die Algos wollten diese Verkäufersmarkt nehmen. Dann hatten wir den MTS und den Preis. Einen schönen Short Trade dort. Zack. Direkt hier am 18. mit einem Pin hin. Schöner Short Trade. Und ein bisschen insgesamt seitwärts. Also ein bisschen anders als beim Euro-Dollar. Im Euro-Pfund. Anfang der Woche ging es hier schon krass nach unten wegen den Damani-Käufern hier. Dann wurde endlich dieses große MTS rausgenommen. Das hatte ich ja schon letzte Woche vorher gesagt. Okay, das große Ziel wurde gesäubert. Und hier sieht man schön abends, wie auch die 4-Stunden-Tiefs hier gesäubert wurden gegen das dumme Geld, was kauft und hofft, dass der Preis nach oben geht. Aber nein, der Markt ist manipuliert. Und die Algos drücken den Euro-Pfund nach unten gegen sie. Okay? So funktioniert die Geschichte. Kabum. Okay? Und die sind alle hier im Verlust. Dollar Cut, jetzt schauen wir uns die entgegengesetzten Pairs an. Dort, surprise, surprise, wir haben rote Balken, also Dumb Money, Verkäufer im Markt. Das dumme Geld ist short, also wissen wir, der Ausblick ist bullish. Es wird hoch gegen diese Dumb Money, Verkäufer gehen, zack. Und dies ist dann auch der Fall letztendlich. Okay, wir haben 18, indem wir es geht nach oben gegen die damaligen Verkäufer, umgekehrt wie bei den anderen Pairs. Das ist der Grund, warum zum Beispiel Dollar Cut und Euro Dollar negativ korreliert sind, ja, weil oft das dumme Geld den Euro Dollar kauft und dann den Dollar Cut verkauft. Würden das grüne Balken sein, würde auch Dollar Cut nach unten gehen, versteht ihr? Das sind die Situationen, wo wir dann eine sich verändernde Korrelation haben, was sehr selten geworden ist. Dollar Yen. Die Yen Pairs, gleiches Spiel, um eine die Geschichte abzukürzen. Wir hatten ja schon letzte Woche gesagt, die Verkäufer sind im Markt auf der dummen Geldseite, also geht es nach oben. Ihre Long-Term-Stops hier, die pinken Linien, sind alle über dem Hoch, also wird es nach oben gehen. Das schlaue Geld wird diesen überstrapazierten Markt noch weiter strapazieren, diese Verkäufer in den Verlust bringen und deren Stops säubern. Und genau das ist passiert. Zack. Hier am 16. Kauftrade. Man kann teuer einsteigen, aber muss sich mit Stop absichern. Ja? Bis dann am Freitag endlich dann ein paar Shorties den Markt verlassen haben, weil ihre Stops genommen wurden und sie dann einen Pullback runter erlauben, um hier diese Options-Strike-Targets aus dem Markt zu nehmen. Und hier sieht man, wenn mehr Käufer, also grüne Balken, in den Markt kommen nächste Woche, kann es nach unten gehen und einen 4-Stunden-Reversal nach unten geben. Okay, Euro-Pfund, wir hatten MTS-Run, aber auch dort hatten wir Shorties, also ging es richtig nach Norden, bis dann auch am Freitag hier der Preis oben alles rausgenommen hat und dann Momentum verloren hat. Hier könnte es auch nächste Woche einen 4-Stunden-Reversal geben, wenn Longies reinkommen nach unten. Pfund-Dollar, ähnliche Geschichte. Dort auch, ja, expandierende Damen, die Verkäufer, zack, weiter geht's hoch. Vergiss diese ganzen dummen Sprüche, wie was hochkommt, muss auch runterkommen. Das ist im Forex nicht der Fall. Es kann immer weitergehen in eine Richtung, wenn es dort Geld zu holen gibt für die Smart Money Algos. So einfach ist die Geschichte. Und hier seht ihr sofort, was Sache ist. Ihr müsst nicht rumraten, ihr müsst nicht irgendwelche nackten Preischarts da analysieren und irgendwelche Erwartungen da reinmalen. Hier seht ihr die Marktstruktur live als Leading Information und könnt dementsprechend handeln, könnt euch schützen und das auch handeln. Pfund Yen, Shorties, also geht's nach oben, die gleiche Geschichte mit den Yen Pairs, zack, einfach vorherzusehen. Wenn ihr den Videokurs studiert habt, ganz einfach die ganze Sache vorherzusehen und dort auch long zu handeln. Aber vielleicht ein bisschen fortgeschrittener, weil man da teuer halt einsteigen muss. Und da haben viele Menschen halt eine psychologische Hemmung, ja. Aber so öfter ihr diese Geschichte hier seht, umso so selbstverständlicher wird das. Bis dann auch am Freitag hier im Pfund-Yen ein Pullback nach unten erlaubt war und das OST gefüllt wurde, ja. Im Euro-Yen im Prinzip das gleiche, also auch erst hoch gegen die Shorties, zack. Und dann ein Pullback zu OSTs am Freitag, okay. So funktioniert diese ganze Geschichte, ja. Und es ist eine tolle Sache, dass ich das hier so exponieren kann. Es ist schade, dass nur sehr wenige Menschen das hier sehen. Wer weiß, vielleicht in einigen Jahren wird Menschen klar, was ich hier zeige. Ja, dass man quasi wirklich vorhersehen kann, was in den Märkten passieren wird. Wenn man versteht, wie diese Marktmanipulation vonstatten geht. Ich habe das genau analysiert, auseinandergenommen, veröffentlicht. Ihr könnt das alles anschauen. 80% des Contents ist komplett kostenlos auf YouTube, auf der Website. Okay, dann könnt ihr, wenn ihr dann noch das alles durchgearbeitet habt, den Videokurs dazu nehmen, der ist sehr billig. Ich nehme hier nicht den Leuten irgendwie Tausende von Euros aus der Tasche. Der kostet, glaube ich, 165 Pfund oder so, der gesamte Kurs. Vielleicht ändern wir das irgendwann, aber das bleibt erstmal so. Und dann natürlich empfehle ich, den MK Web zu abonnieren, damit ihr diese ganzen Charts hier selber live seht, okay?
Und wenn ihr Hilfe braucht, dann auch den Blog hier, damit ihr diese Geschichten auch live seht. Aber ihr seht, die Prinzipien sind sehr ähnlich. Diese Woche ist trotzdem, würde ich sagen, ein bisschen fortgeschritten gewesen, weil halt wir eine typische Squeeze-Woche hatten, wo der Preis einfach immer weiter in die gleiche Richtung geht. Ohne Pullbacks, ohne Reversals. Dementsprechend natürlich auch etwas weniger kurzfristige Scalp-Möglichkeiten, also weniger MTS-Trades etc. als sonst. Aber ja, das sind halt diese Squeeze-Wochen, wo dann wirklich also das dumme Geld im Zielfernrohr ist und auseinandergenommen wird. Und wenn man das erkennt, was wirklich nicht leicht, nicht schwer war, weil man ja die ganzen Squeezes hier sogar angezeigt bekommt, schwarz auf weiß, mit unseren Indikatoren hier durch den Net Money Indikator, weiß man, was Sache ist, okay? Und das ist der Schlüssel. Und vor allen Dingen kann man vermeiden, dass man auf der dummen Geldseite landet und versucht, hier irgendwelche Reversals zu traden. Macht das nicht, das geht nicht gut aus, okay? Also, ich würde sagen, vor so circa 2 Wochen hatten wir so eine Periode von 4 Wochen, wo der Markt sehr leicht war. Wir konnten Pips links und rechts sammeln. Seitdem, die letzten 2 Wochen waren vielleicht ein bisschen fortgeschrittener. Erstmal, weil die letzte Woche ein bisschen seitwärts und diese Woche halt komplett Squeeze-Mode und einfach nur in eine Richtung marschieren. Aber ich weiß, einige von euch haben trotzdem sehr gut getradet. Glückwunsch. Ja, und ich denke, nächste Woche könnten wir ein paar Reversals sehen und wieder mehr kurzfristige Chancen. Also wünsche ich euch ein schönes Wochenende und eine tolle Trading-Woche. Alles Gute!